So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir machen heute weiter. Wir haben ja in letzter Folge haben wir den Leuchtturm nicht erreicht, haben uns die Gegner da durchgeballert. Und jetzt geht's weiter. Ich gucke mich nur tatsächlich nochmal ein bisschen um, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe oder irgendwas übersehen habe oder sonst irgendwas. Sicher ist sicher. Okay. Hat die kein Bett oder so? Da ist noch was. So, noch für zum Thema dazu. Nochmal eine Chemikalie zum Reinigen und andere Bauteile. Sehr schön. So, bereit? Ja. Nein? Dann beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, oh. Ich hatte gerade Angst, dass es nicht runterlöst. Gut, auf geht's mit unserer neuen Bekannten Jule. Vor dem Krieg war es hier schön. Das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung. Lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Ach, das sind diese Viecher. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai-Beiler sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Dann auf. Speichern macht er automatisch und diese Zahlen links kommt. Ach, die fressen gerade die Toten. Okay. Gut, da haben. Also eure. Ich habe sie ja schon ausgeschlachtet. Huh? Was hast du denn gerade gemacht? Na gut. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Was? Spinnen? Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge. Den hier? Okay. Na gut, dann machen wir das doch mal. Ja, da würde ich mich... Ah, ich wollte eigentlich gerade angemerkt haben, mich würde interessieren, was hinter diesem Tor ist. Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Ja, das machen wir aber auch gleich. Ich lasse mich bitte erstmal in Ruhe erstmal alles angucken. Oh, oh. Schon klar. Schalte den Strom ein. Da. Ja, mach doch mal keinen Stress, Kollege. Oder Kollegin. Strom läuft. Hatten wir nämlich auch schon vor, wer sich erinnert. Und wenn in der letzten Folge, wo ich bin. Gut. Nee, nicht vor diesem Tor. Fahre runter. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Das ist eine gute Idee. Warum kann das nicht andersrum sein? Du kennst dich hier aus. Nein, wohl, sie war noch nicht hier unten, hat sie ja gesagt. Also runter und dann links. Das ist ein schmaler Gang, hat sie gesagt. Puh. Na gut.
Ernsthaft? Die Viecher werden wir auch nie los, ne? Die Spinnen hassen Licht. Schalte dein Licht ein, um sie zu verjagen. Schon klar. Hier nicht weg, okay. Ja, dann komm. So, jetzt mal die ganzen Netze hier und alles, was auch immer hier wegsprengen. Also wegflimmen. Boah, Alter, ey. Also ich schon ziemlich krass, dieses Setting. Ich muss es mal kurz eben nochmal anmerken. Also es ist übelst krass. Letzte kriegst du nicht weg. Okay. Also wie gesagt nochmal, ich finde dieses Sitting halt ziemlich heftig, deswegen muss ich auch aber dann einfach zwischendurch mal schweigen. Einfach für den Fall. Einfach mal auf das Setting sich anzugucken, einfach mal genießen und alles um und dann. Ich finde das einfach sowas von beeindruckend. Okay, die ziehen sich zurück. Ich glaube, wir haben soweit alle Netze weggekriegt. Warte mal. Hey, da geht's, könnte es weitergehen. Wir sollen ja nach links gehen, hat sie gesagt, ne? Das heißt, wir könnten theoretisch hier unten durch. Hier unten durch, ja. So, was war die ganzen. Oh, Alter! Entschuldigung. Das passiert öfters mal, dass ich mich ein bisschen erschrecke. Okay, das Ding kann man nicht anmachen. Okay, den. So, wo sind denn auch so funktioniert? Sehr wahrscheinlich nicht mehr. Boah, Alter. Was für eine Kacke, Alter. Was für eine. Wow. Oh, ja. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte Schreckmoment gewesen sein, in dem wir uns da. Den wir uns ja gerade abgeben mussten. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. So, komme ich jetzt irgendwie weiter oder so? So. Ich
Treppe ist mir schon vorher aufgefallen. Die werden wir uns finden. Scheint so ein bisschen auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, genau, das war. Moment, hier sind wir mit. Zack, zack, zack. Wieder neue Bauteile und so. Was zur Hölle war das? Krass, ne? Oh, oh. Das ist oben im Lüftungsschacht. Moment. Das ist nicht im Lüftungsschacht, oder? Hopp! Ha, von mir! Ich habe gerade Funkkontakt. So, jetzt haben wir Gott sei Dank jetzt mal die Viecher weg und ich brauche Munition vor allem. Ich habe gerade richtig die Munition verschossen hier. Die gehen nicht kaputt, die Dinger. Glaube ich für die Waffe, für die so für die Taschenlampe. Ich muss mich ja hier ein bisschen umgucken. Oh, Alter, was ist das für Viecher, ja? Ja. Ja, komm, geh kaputt. Jawohl. Früher hat man sich immer so ein bisschen den Spaß draus gemacht, hier die Spinnweben wegzuflemmen und alles drum und dran. Ich komme hier durch. Jetzt müssen wir das mit dem Spiel machen. Was ist das für ein ekelhaftes Viecher? Die kam ja schon mal hier oben irgendwo runter. Aber die Frage ist, wie komme ich wieder raus? Moment.
So. Ja, da bin ich nicht mit dem scheiß Filter, ja. Da wieder aktualisiert. Oder bzw. aktiv gesetzt. So. Kalender. 1980. Könnte eine Idee sein da vorne, da ist nämlich ein Schwung. Ja! Hau ab von mir, Alter! Kusch! Die Spinne. Alter! Diese Spinne! Da war irgendwo noch ein. Oh, Alter. Gut. Strom drauf, komm. Alter, was für eine kranke Welt. So. Artyom, 1, 2, Test. Ich bin's, Damir. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich bin auch hier. Giul hat mich fast erschossen. Sie dachte, ich sei ein Feind. Richtig. Müssen wir überhaupt hier unten durch? Ich habe, wie gesagt, keine Munition mehr. Ich kann mich nicht mehr vor irgendwelchen Feinden beschützen. Aber scheinbar sind wir hier richtig. Boah, krass, ey. Gut, da würde ich sagen, machen wir trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Metro Exodus. Und dann gucken wir uns hier unten mal ein bisschen genauer um. Bis dann und tschüss.